schaffen wir es, mit diesem Bleistift uns durch die Erde zu bohren. Und wow, es funktioniert wirklich. Heute schalten wir uns den besten Max-Level-Bleistift frei, um uns tausende Meter nach unten zu graben und die seltensten Erze zu finden. Okay, wir können unten einmal unsere Geschwindigkeit ändern und hier nochmal zack unser Einkommen. Und dann würde ich sagen, wir probieren uns noch weiter zu graben. Okay, hier ist unser Highscore, aber wie tief kommen wir wirklich? Okay, wir sind jetzt 8 Meter gerade tief und oh, da unten ist Gold. Da haben wir schon unser erstes Erz. Komm schon, Mann, grab dich weiter. Let's go. Oh mein Gott, wie gut. Wie gut ist das denn? Zack, zack, zack. Alter, wie schnell sind wir aber. Oh nein, unser Bleistift ist am Brennen. Oh nein. Wir sind auseinandergefallen. Kein Problem. Wir graden weiter unsere Geschwindigkeit ab und unser Einkommen. Und jetzt, wow. Wie schnell wir nach unten geflogen sind. Und, oh, wir haben hier sogar die Stadt am Start. Okay, das bedeutet, wir können hier, mit unseren Erzen, die wir eingesammelt haben. Oh, uns ein eigenes Haus bauen. Nicht schlecht, muss ich sagen. Okay, aber weiter geht es. Ab in die Mine und ab geht es. Nach unten. Boom. Wie eine Rakete. Oh, wir sind beim nächsten Gestein angekommen. Jetzt sind wir nach der Erde. Kommt hier so ein richtiges Gestein. Aber, oh nein, unser Bleistift ist am Brennen. 26 Meter haben wir geschafft. Okay, nicht schlecht. Wir können unser Einkommen nochmal erhöhen. Zack. Und es geht wieder ab nach unten. Und wir graben uns weiter. Okay, wir sind mittlerweile bei 30 Meter angekommen. Aber ihr seht es. Wow, okay, wir müssen ein bisschen warten. Immer Stück für Stück. Und dann, können wir uns weiter untergraben. Wir haben einen Diamanten. Okay, wir sind sogar mittlerweile in einer Diamantenhöhle. Und wir dürfen jetzt nicht zu schnell graben. Ansonsten überhitzt unser Bleistift. Und wir werden, verbrennen. Und warte mal, wir können, unser Bleistift upgraden. Und warte mal, jetzt wäre kein Bleistift, jetzt wäre ein Steinstift. Ey, yo, wer bist du? Zeig mal, was du so drauf hast. Wir können damit noch mehr graben. Hier, guckt euch das Ganze mal an. Zack. Junge, wir sind zu dick. Wir passen nicht durch. Wir bleiben stecken. Komm schon. Wir können nicht einfach runterfallen, sondern wir müssen... Oh, okay, wir können uns noch breiter graben und wir sind verbrannt. Oh, okay. Jetzt geht es ab. Let's go. Ab nach unten. Und okay, wir graben uns weiter an unserem Highscore vorbei. Wir sind mittlerweile... Oh, fast 50 Meter unten. Und okay, wir sind bei der nächsten Schicht angekommen anscheinend. Und auch hier gibt es ja wahrscheinlich noch seltenere Erze, die wir bekommen können. Okay. Wir können unser Level noch weiter upgraden. Das bedeutet, dass wir nicht so schnell überhitzen. Okay, grab, grab. Oh, da unten ist ein Jackpot. $144. Let's go. Alter. Warte mal, wir sind doch eigentlich unaufhaltsam, oder? Wenn wir die ganze Zeit Stück für Stück langsam runtergraben und nicht uns überhitzen, dann müssen wir das doch einfach schaffen. Und okay, da sind wir bei der nächsten Schicht angekommen. Let's go. Okay, wir können unser Einkommen zack nochmal erhöhen. Und damit wir noch mehr Geld verdienen. Und grab dich weiter, Bleistift. Grab dich weiter. Oh mein Gott. Als ob wir es mit dem Bleistift so weit nach unten graben können. Das hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht, muss ich sagen. Ich meine, ich schaffe es ja nicht mal mit dem Bleistift richtig zu schreiben. Und mit dem Bleistift können wir uns sogar nach unten graben. Das ist krass. Nochmal ein Jackpot. Okay, wie tief müssen wir uns graben, um jetzt hier die nächste Bleistiftstufe freizuschalten, um unseren Bleistift weiterzuentwickeln? Oh, okay. Das war's. Wir haben alles fertig geschrieben. Okay, da würde ich sagen, let's go. Wir gehen wieder in die City. Wir haben links, ihr seht, unsere Gesteine, die wir gesammelt haben. Und mit denen können wir jetzt hier... Und let's go, let's go. Wow, unser erstes Haus einfach bauen. Okay, unser Klamotten-Left. Hat unser Truck 2 Bleistifte, also wie eine Antenne drauf. Okay, das sehe ich jetzt. Da würde ich sagen, nächstes Unternehmen wird gebaut. Ja, wir achten natürlich auf unsere Umwelt und wir benutzen nur Bleistifte, denn Bleistifte sind umweltfreundlich. Also denke ich mal, oder? Ich meine, Bleistifte sollen doch eigentlich fresh sein und nichts gegen die Umwelt tun, okay? Wir können hier direkt das nächste Haus hier weiterbauen, aber wir brauchen neue Blöcke anscheinend. Okay, die wird es wahrscheinlich dann ein bisschen tiefer geben, denke ich mal, okay? Und Achtung, festhalten, es geht... Oh mein Gott, jetzt droppt mir runter. Ab geht es... Nicht wieder hier. Okay, das macht mir am meisten Spaß. Das macht mir am meisten Spaß. Oh, ab hier das nach unten. Und okay, 100 Meter sind angekommen. Wie unser Bleistift am Brennen ist. Junge, so sieht mein Bleistift auch aus, wenn der Lehrer sagt, in 10 Minuten ist Abgabe. Schnell, schnell, schnell. Dann schreiben wir nochmal, so schnell es geht, alles mögliche. Die letzten 10 Minuten schreiben wir nochmal alles hin, was es gibt. Und oh, wir haben den nächsten Schatz gewonnen. Und jetzt können wir, unseren Bleistift auf. Wer bist du? Auf die nächste Stufe upgrade. Ey, yo. Junge, das ist ja eine richtige Bohrmaschine. Okay, damit müssen wir uns noch breiter jetzt da unten graben. Okay, wir können nochmal hier die Ausdauer erhöhen, dass wir nicht so schnell überhitzen. Und was ist das? Das ist eine riesen Bohrmaschine einfach. Holy. Okay, wir müssen uns jetzt hier Stück für Stück nach unten graben. Okay, ihr seht, unser Geld steigt richtig krass da oben. Okay, das bedeutet, das Loch ist jetzt größer. Oh, wir brennen wieder. Okay, ein bisschen beruhigen. Bisschen pusten, dass das Feuer ausgeht. Let's go. Okay, was ist, wenn wir jetzt so schnell tippen, wie es geht? Wann wird unser Bleistift brennen? Okay, wir sind schon im roten Bereich angekommen. Achtung, Achtung. Okay, wir können unser Einkommen nochmal hier, zack, upgraden. Und Alter, wie...
Wie lange brauchen wir, um uns jetzt hier nach ganz unten durchzugraben? Alter, was haben wir bitte für ein fettes Loch hier mittlerweile gebohrt? Okay, wir können unser Einkommen nochmal erhöhen. Und hier ist unser Highscore und wir graben uns weiter. Alter, wie spitz muss bitte diese Spitze sein von unserem Bleistift, dass wir uns wirklich so krass nach unten graben, Alter. Also meine Bleistifte sehen immer komplett kaputt aus, muss ich sagen. Die sind nie so spitz. Die sind immer so ganz stumpf und sowas und ganz klein und komplett kaputt einfach. Nicht so spitz wie dieser Bleistift. Ich wünschte, meiner wäre so spitz. Dann würde ich bestimmt auch bessere Noten schreiben. Genau, daran wird es auf jeden Fall liegen. Aber wir haben jetzt hier ein neues Gestein freigeschaltet. Ihr seht es, aber immer schön aufpassen. Langsam nach unten graben. Aber oh, die Gesteine werden immer und immer fester, muss ich sagen. Es wird echt hart hier unten. Okay, es geht weiter bergab wie meine Schulnoten. Und oh, wir können es mittlerweile... Wer bist du? Den nächsten Bleistift freischalten. Ey, yo, bevor wir aber zu dir kommen, du wartest einen Moment. Ich habe wieder einiges an Gestein gesammelt und ich will jetzt mal hier das nächste Haus vervollständigen. Hier hat jetzt noch einiges gefehlt. Zack, jetzt haben wir hier, ich habe so ein Wohngebäude wahrscheinlich. Was wird das hier für ein Gebäude? Hier, die letzten Steine. Oh ja, genau, wird das Ganze ausreichen und easy. Wow, schau dich das krasse Gebäude mal an. Und wir bauen jetzt unsere eigene Stadt. Einfach, wie cool ist das denn hier? So, let's go. Auch das können wir jetzt hier zu Ende bauen. Oh, nee, okay, hier fehlt uns noch ein Gesteintyp. Das wird wahrscheinlich noch tiefer unter der Erde sein. Alter, wie tief sollen wir es noch buddeln? Aber wir kriegen das hin, Freunde, mit unserem neuen Bleistift, den wir jetzt hier am Start haben. Was ist das überhaupt? Ist das ein Salatbleistift oder? Oh, ich habe das ein Emerald-Bleistift. Und okay, auch hier, wir können es hier einfach runterdroppen, sondern wir müssen uns hier Stück für Stück nach unten kämpfen. Wir können unser Einkommen nochmal erhöhen, dass wir noch mehr Geld verdienen. Oh mein Gott, das bedeutet, umso größer und umso besser unsere Bleistifte werden. Oh, aufpassen. Umso breiter wird auch einfach das Loch hier. Das ist krass. Und wir sind bei unserem Highscore angekommen. Das bedeutet, ab geht es von hier aus, graben wir es weiter und wir haben das nächste Gestein. Wir haben hier die nächste Gesteinsart hier gefunden, die wir jetzt auf jeden Fall einsammeln, weil das brauchen wir, um unsere Häuser zu bauen, um unsere Stadt hier, oh, fertig zu bauen. Aber es ist schon hart, muss ich sagen, uns hier durchzubuddeln. Oh, ist echt schwierig. Okay, hier haben wir nochmal so ein Goldstück gefunden. Okay, weiter geht's. Immer weiter nach unten. Immer weiter nach unten. Wie der Bleistift sich so am Drehen ist. Oh mein Gott. Das sieht so verrückt aus. Okay, wir können unser Einkommen zack nochmal erhöhen. Let's go. Ich meine, habt ihr schon mal einen Bleistift gesehen, der sich durch die Erde grabt? Also ich auf jeden Fall nicht, Freude, muss ich sagen. Und ich hätte nicht gedacht, dass das Ganze so gut funktioniert. Okay, vorsichtig. Nicht überhitzen. Und oh, wo sind wir jetzt angekommen? Wir sind jetzt mittlerweile, komm schon, noch ein Stück bei der nächsten Zone ankommen. Und 200 Meter sind wir jetzt unter der Erde mit einem Bleistift. Als ob. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so tief jetzt einfach kommen. Was ist das hier? Das ist ein neuer Gesteinsart, die wir freigeschaltet haben. Oh, okay. Nächste Zone. Oh, Alter. Wieso können wir hier so schnell durchbuddeln? Ist das wieder Erde? Sind wir wieder bei Erde angekommen? Stimmt, wir sind wieder bei der Erde angekommen, Freunde. Und, ah, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Das bedeutet, die weiße Schicht, wow, war tatsächlich die letzte Schicht. Und wir können jetzt sogar upgraden in die maximale Stufe. Oh mein Gott, was ist das? Holy. Okay, aber bevor wir jetzt zum Max-Level-Bleistift kommen, würde ich sagen, unsere letzten Materialien werden wir benutzen, um unsere Stadt jetzt hier, oh, fertigzustellen. Das sieht toll aus. Oh, was wird das hier? Ein Hochhaus oder sowas? Oder ein Parkhaus? Könnte das Ganze auf jeden Fall sein. Zack. Okay, perfekt. Okay, hier können wir noch ein paar Wohnungen bauen. Let's go. Aber jetzt würde ich sagen, Freunde, das ist jetzt, wow, unser Max-Level-Bleistift. Den wir freigeschaltet haben, mit dem wir alles zerstören können und nach ganz unten graben können. Oh mein Gott, guckt euch das Ganze an. Was ist das? Okay, wir können hier nochmal alles upgraden. Let's go. Und Freunde, wir sind nur noch haltsam. Wir können uns so tief graben, wie wir wollen. Wir haben jetzt wirklich den besten Max-Level-Bleistift freigeschaltet. Oh mein Gott. Und wir können uns unendlich weit nach unten graben. Let's go. Wir sind unaufhaltsam. Wir haben mit dem besten Bleistift die teuersten Erze gefunden. Like und abonnieren nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.